Moinsen und herzlich willkommen. Wir machen weiter mit unserer wilden Fahrt. So, kurz orientieren. Ja, was machen wir denn? Hier haben wir diesen Typen hier. Ach so, wir müssen sowieso erstmal ganz kurz hier die Runde beenden. Alles andere bringt sowieso nichts. Okay. Wechselt ihr euch jetzt ab oder was? Okay. Bisschen blöd, naja. Aber gut. Das gibt mir vielleicht die nötige Zeit, die ich brauche. Rambert da oben ist auf dem verlorenen Posten. Zur Not geben wir die Dinger da oben wieder auf. Wir müssen erstmal hier unten Carcassonne jetzt hier loswerden, damit wir diesen ganzen Bereich mal für uns haben. Da oben können wir uns darum kümmern, wenn wir ein Karima angehen. Aber erstmal müssen wir das Imperium auch noch ein bisschen schwächen. Es wäre schön, wenn Vlad jetzt gleich mal das Ziel angreift, was ich ihm gegeben habe. Aber das sieht nicht so aus. Aber er greift Flensburg an, das ist auch cool. Das ist auch gut. Damit wir diese Partei da mal loswerden. Mit Heiner werde ich jetzt die Partei auch angreifen da. Ich weiß nicht mehr, wie diese Fraktion da heißt. Okay, egal. Ja, die da, genau. Er will jetzt hier tatsächlich... Ja, okay. Das dürfte ihn aber so weit schwächen, dass er... ja. Ziemlich hinüber ist, alles klar. By the way, wir müssen unbedingt die Skelettkrieger mal im Skilltree pushen. Nicht, weil wir die benutzen, sondern weil die ja fast in jeder Festung als Wachposten eingesetzt sind, ne? Und wenn wir die mit Nahkampfangriff und Abwehr ausstatten und was da nicht alles bei war, dann halten unsere Gefechte länger stand, ne? Also beziehungsweise dann gewinnen wir vielleicht häufiger mal was. Gut. Kommen wir erstmal zu dir. Darkness comes. Also von denen hier war ich echt begeistert. Wir haben 1500. Und hier waren noch, glaube ich, welche, oder? 6 Stück sogar. Pass auf, wir nehmen mal die 3 hier raus. I thirst. Wo sind sie? Tun die 3 hier rein. Wir machen immer noch Plus. Haben wir die beiden auch noch raus? Ja, ja. Siehst du das? Verfluchte sind zu teuer. Ja, müssen wir doch noch mal ein paar Zombies nehmen. Ich gucke immer auf die falsche Zahl, ich Idiot. Ich muss immer auf die gucken. Mann. Gut. Den Rest machen wir später. So. Du. Der ist jetzt gerade nicht in der Lage. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir marschieren jetzt mal hier lang. Heiner, das Ding ist zu heftig, das kriegen wir jetzt nicht hin, oder? Destroy them.
Doch, kriegen wir. Ohne Verluste. Gut. Raub das mal aus. Standarte der Mordlust. Angriffsbonus. Ja, okay. Und nimm mal einen. So. Ach so, er ist darüber gelatscht, weil er sich gegen Vlad verteidigen möchte. Mach erstmal ihn hier. Bisschen Wachstum, so. Kümmere dich auch noch. Ist ja der Wahnsinn, so. Ach ja, wir haben ja noch 3000. Oh, dann. Kannst du auch nochmal, so. Und wenn wir jetzt 3000 haben, Moment, dann. Jetzt ist natürlich nichts mehr da, bestimmt, ne? You dare. 3 Stück davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück davon. Das reicht. Und hier tun wir später 2 Morseschreine hin. Aber jetzt noch nicht. Ja. Du armer Tropf. Was mache ich jetzt mit dir? Du musst dich erstmal nochmal kurz irgendwie hier über Wasser halten. Frag mich nicht wie. Mach es einfach. Geld. Ja, nee, du musst, wie gesagt, warte mal, irgendwie ist meine Taste hier. So. Ja. Okay, du gehst hier runter, dann da durch hoffentlich und kümmerst dich um Carcassonne. Und du kümmerst dich jetzt erstmal hier noch um die Typen hier. Reikland ist eigentlich kein Problem mehr, es ist nur noch dieses eine Dörfchen da. Aber wie gesagt, die hier, die gehen mir auf den Keks. Da. Dotterbach hier. Dotterbach machen wir auch noch als nächstes. Heiner, du machst jetzt die Blitzschlacht zum Schluss hier nochmal. So. Hat er sich jetzt gar nicht bewegt? Okay. Das ist gut. Ja, dann nimm dir das da oben. Es ist mir erstmal egal. Er hat ja auch noch hier Slanisch Korruption, ne? Richtig kacke. Na gut. Schön, du haust jetzt Flensburg aus den Latschen hier. Ah, richtig gut. Richtig gut, Vlad. Say what you must, but know you play a dangerous game. Kommt der nächste. Wer ist er denn? Ja, ja, schon klar. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Da oben. Ach, er hier. Gott, das ist auch so ein kleines Kackdorf nur, ne? Okay. Und das Imperium sollte jetzt langsam kein Problem mehr sein. Naja, was heißt, es gibt noch genug von denen. Aber ich würde sagen, jo, ich würde sagen, da hetzen wir unseren Köter wieder drauf, ne? Warst du das?
von Kasti. Ja. Du warst das. Ja, weißt du was? Was ist das hier? Camperbad. Lord of the Night. Wo war das denn? Wo sind wir überhaupt hier? Da, der nicht. Der nicht. Wo ist das denn? Mal kurz zurechtfinden hier. Moment, wo sind wir denn? Der ist doch hier. Ja, hier, warte mal, hier ist Reikland. Ist das Camperbad? Alter. Der war doch hier. Bin ich blöd? Da! So. Kaum zu sehen, der Scheiß. So. Ich mach dich jetzt fertig. Ja. Besetzen wir einfach. Ruh dich mal aus. Gibt's für dich hier auch irgendwas Interessantes? Du kriegst immer nur die Ecken, wo es gar nichts gibt, ne? So, jetzt haben wir demnächst Stress mit den Elfen, definitiv. Move. Move. Apropos Move. Undeath Ascendant. Du schnappst dir erstmal das Ding hier wieder. Klar, ne? Besitzt es wieder. Ja, müssen wir wieder. Oh, er fängt ja wieder bei 1 an. Ist das scheiße. I will not obey. Ready. No, Kollege, ich glaube, du hast jetzt schlechte Karten. Was haben wir hier? Geld, bitte. Ja, du kommst jetzt nach Hause. What? Ach so, okay. Und jetzt hoffentlich kommt jetzt keiner von den scheiß Piraten hier vorbei. Ich habe nämlich gar nicht geguckt, wann der das letzte Mal da war. Wer ist das? Wer bist du denn? Geh mal bitte. Tausendsiebenhundert. Okay. Bisschen Geld. Okay. Ach, du fährst nach Hause. Das ist schön. Und du fährst mir hinterher. Kriegst du mich? Er kriegt mich. Nein, er kriegt mich nicht. Boah. Das ist Rictus. Tretch. Oh Gott, der Papst. Was will der Papst denn jetzt hier noch? Andreas von Hasselde, okay. Ja, er ist auch erstaunlich ruhig noch. Ganz erstaunlich ruhig. Ja, komm, mach sie platt da.
So wünsche ich mir das. Boah, ja, wunderschön. Wunderschön. Oh, es reicht sogar noch für eine weitere Belagerung. So wünsche ich mir das. Mach den Spacko klar da. Ja, okay. Was wird das jetzt? Der Troll hilft mir. Okay. Ja, er greift die Reikländer an. Das wird ein verzweifelter letzter Versuch da. Okay. Mein Gott, wie viele Bewegungen hier gemacht werden. Das ist unfassbar. Ich weiß, man kann das Ganze auch beschleunigen. Aber momentan ist auch... A message for me. Then best deliver it. My children may not be impatient, but I am. Ernsthaft? Ich sag dir ganz höflich, dass du mein Gebiet verlassen sollst und du erklärst mir dafür den Krieg. Ja, dann. Wow. Okay. Oh, er randaliert aber richtig leer los, okay. Er dreht voll am Rad. Oh, gut. Gut, gut. Oh, oh, oh. Gut. Ah, das müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier machen. Ja, alles ausgeraubt. Jupp, jupp, jupp. Pass mal auf. Das erste, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt mal hier Richtung D hier. So. Ah, Gott, ist das nervig. Und Heiner ist auch so lahm, ne? Hm, er ist so langsam. Marschier mal da lang. Und du. Kümmerst dich jetzt um ihn hier. Hallo? Naja. This night. Komm mal hier hin. Und so, jetzt müssen wir hier Wettrennen fahren, oder? Vollgas! The scent of death is strong. Ja, meinst du? Wir haben 12 Blutküsse. Ich glaube, das war ganz interessant, ne? Wir haben Forschungsrate, wir haben Energiereserve. Unterhalt, ja, Unterhalt ist super. Oh ja. Unterhalt lohnt sich. Theresia, meine Gutste. Oh, Leitheimsucher. Mortis Engine. Schwarze Kutsche ist auch cool, aber du kriegst einfach eine Mortis Engine. Muss sein. Sowas brauchst du. Mein Gott.
könnt ihr sogar noch eine zweite kaufen. Sollen wir das machen? Dann sind wir dich nämlich durch. Dann sind wir durch mit dir. Warte mal. Was kostet die? 1000. 20 Gold zu wenig. Naja. Dann nicht. You dare. Ja, ja, ich dare. Es ist nur längere Dauer. Und der verbesserte, das ist ein bisschen mehr Schaden, ne? Aber ganz ehrlich, das ist nicht verkehrt. Das Pendel ist geil. Der Spacko hier, okay. Time to die. Ja, bitte. Du bist fast fertig jetzt mit deiner Armee. Du kriegst noch eine zweite Mortis Engine. Dann nehmen wir hiervon wieder einen raus. Oder einen von denen, ich weiß noch nicht genau. Und dann kriegst du noch einen zweiten. Zweite Kavallerie. Vielleicht nicht die Blutritter, vielleicht kriegst du dann doch lieber zwei Sensenreiter. Ich weiß es noch nicht. So, was hier los? Ach ja. Nervig. Chieftain of the Deep Warrens. Er hat eine der geilsten Vocals überhaupt, finde ich. Was der für einen Quatsch erzählt. Siehst du wohl? You have but a heartbeat to speak. Endlich. The storm drags. Komm, wenn deine Schwester mitspielt, dann spielst du doch auch mit, oder? Kriegskoordinaten. You have brought death upon yourself. Geht nicht. Gut. Mistress of the Undying Forest. Das ist so abgefahren, ne? Easy. Also, ich meine, sie ist hier die Gerechtigkeit in Natur und so. Oh, sie scherzt sich einfach mal einen Scheiß darum, was wir hier mit der Welt veranstalten, ne? Bigger Warpforges! Bis ich mit dir ein Bündnis mache, dann wird sie sich auch scheren, fürchte ich. Mein lieber Ikkit, ich glaube, wir werden Kumpels. Aber nicht jetzt. Weil, wenn ich mich jetzt mit dir anfreunde, habe ich sofort die Zwerge gegen mich und alle Waldelfen und... Das ist einfach ein bisschen... Apropos, wollte ich nicht ein Gespenst weniger haben? Und dafür was anderes? Ach, was anderes gibt es hier wieder nicht. Ist alles scheiße hier. Komme ich hier durch? Ne, wenn ich einmal da oben bin, komme ich dann nicht mehr raus, ne? Keine Zeit, das einzunehmen gerade. Naja, march mal da lang. Oder? Ja komm, ey, das hier und das hier, das kann Vlad. Das schafft Vlad alleine. Dann kann ich mich um Carcassonne kümmern. Das ist der Weg. Tja, aus irgendeinem Grund. Der hat's nicht auf meine Städte abgesehen, der hat's nur auf mich abgesehen. Unfassbar. I will hear your words, your riddles, but best not displease me. Krell would not like that. Hast du nicht eine Runde vorher noch hier plus gehabt? Nö. Mag mich einfach nicht so gerne. Aber du hast auch Krieg mit allen hier, ne? Ne, die Provinzen, ja, ich weiß, das ist deine Ecke, da musst du rum Terror machen, ich weiß. Aber mit denen habe ich mich gerade angefreundet. Möchte ich nicht direkt wieder versauen, das Ganze. Hallo? Aha.
Ist das Kislev? Achso, das ist da hinten, na gut. Peter von Karstein, es wäre toll, wenn du jetzt diese Stadt da ein kaputt machst, einfach. Und dann nochmal Altdorf kaputt machst. Das wäre so schön. Und dann erklärt dir der Goldorden den Krieg. Und ich mache nicht mit. Hehe. Sagen wir mal ehrlich, du brauchst mich gar nicht. Obwohl, wir sind ziemlich gleich stark. Was ich mir kaum vorstellen kann, du bist viel größer als ich. Oh, musst du das jetzt sein? Musst du dich jetzt da mit denen anlegen? Kannst du nicht warten, bis wir eine Front abgeklärt haben? Das wird ja also seltsam, dieser KI, ne? Sie fängt irgendwo einen Krieg an. Ist ja schön und gut. Aber anstatt sie den erstmal zu Ende führt, fängt sie dann noch 10 Kriege andersrum an und dann kriegt sie aus dem Maul und verliert. Komisch. Ja, die letzten 100 Fraktionen, ne, das ist immer, das dauert immer am längsten. So, wo willst du jetzt hin? Habe ich eine Krankheit? Irgendwas war doch gerade mit einer Krankheit. Oh Gott, Throck ist da. Okay, Throck wird jetzt gleich Altdorf wegklatschen. Und dann wahrscheinlich auch Karoburg. Haha. Was auch immer, ich nehme die. Na ja, komm, vielleicht könnt ihr ja ein bisschen leveln. Galit. Das ist auch ein Vampir, okay. Oh, jetzt fängt er wieder an. Es ist nur so eine kleine Mini. Aber er hat so ein paar. Krass, hat er. Was hat er da? Ja, sag ich doch. Solche. Schön, weg mit euch. Piraterie. Wo ist der Vogel? Du bist das, ne? Was hast du denn hier überhaupt? Du bist so ein Hornacken, ist klar. Was sind das denn hier für welche? Himmlische Drachenwachen, okay. Sauri. Kampfechsenreiter. Ach du Scheiße. Drachenoger. 4 Stück. Und dabei ist auch noch ein Chagoth. Und die sind auch alle schon Rang 8 und 9. Jetzt verstehe ich auch, warum du hier meine Häuser hier in Schutt und Asche legst. Kommst du an? Ja, du kommst an. Will ich das? Will ich denn, dass du ankommst? Da wäre noch ein Blutritter. Scheiße. Jetzt bist du eigentlich ready, ne? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Ja, das sollte ja kein Thema sein, oder? Wirklich nicht. Pyrosieg. Ja, haut mehr rein als erwartet, ne? Und dafür, dass du hier über 10% Dinges haben sollst, ne? Verlustverstärkungsrate von der Lady. Ist das ganz schön mickrig. Geh mal kurz da rein. So, und du. Ach, beziehungsweise nicht und du, sondern du bist ja die gleiche.
Verfluchte und Gespenster. Ja. Aber ich mache erstmal deinen Zauberbaum weiter, glaube ich mal. Oder deinen Kampfbaum. Du bist nämlich auch eine verflucht gute Kämpferin. Und eine verflucht heiße. Auch wenn du ziemlich kalt bist. Blitzschnelle Reflexe. Ja, könnten wir gebrauchen. Einnehmendes Wesen. Ja, bitte. Ich stehe immer auf Passiv. Skillung. Klingt langweilig, ich weiß, aber dann stehen die länger. Also ihr wisst schon, ne? Komm mal hier an. Und dann marschier mal hier hin, bitte. Wir müssen uns langsam mal was einfallen lassen für dich. Ja, ich will mit dir eigentlich keine Gruftgul-Armee machen. Ganz ehrlich, ich meine, es ist geil, Gruftgul und so. Aber ganz ehrlich, das ist eher was fürs Strigois, nicht für dich. Du kannst dich ja schon mal hier... Ich sag mal, du kannst dich ja schon mal hier für den Strigoi so ein bisschen zurecht... skillen. Aber eigentlich solltest du nicht mit Gruftgulen rumlaufen. Du solltest auch Verfluchte haben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Toll. Haben wir noch mehr? Du kannst auch noch so einen haben. Ja, kriegst auch noch so einen. Okay. Das Gespenst kannst du später Heiner geben. Und die gibst du definitiv einem Strigoi, sobald wir einen haben. So. Ja. Wäre echt schön, wenn wir hier eine Mauer bauen können, ne? Aber es wird nichts. So schnell. Ihr habt nicht genügend Gold. Dann warten wir. Noch was? Wir warten. Ich sehe schon, die Kontrolle geht schon wieder runter da. So, da wo du jetzt stehst, ist auch wieder eine Kralle. Jetzt geht er wieder nach Hause. Der wollte wirklich... Oh. Echt? Jetzt schon Krieg? Direkt Krieg? Nee, erstmal Handelsbeziehungen beenden. Warum? Wegen dem Imperium? Die haben mich doch die ganze Zeit angegriffen. Oh, hier ist so ein... Wie heißen die Typen nochmal? So ein Untergangstyp hier. Der baut jetzt entweder eine Unterstadt oder er wird irgendwas in die Luft sprengen. Die Irren. Stehlen. Ist das deine größte Sorge jetzt gerade hier? Der gute Throck steht bei dir vor der Haustür. Ich würde mir jetzt andere Sorgen machen. Genau. Die lassen mich noch zufrieden, das finde ich gut. Mhm. Was macht Throt jetzt? Ne, Throt nicht, sondern Throck. Das würde mich jetzt interessieren. Was hat er vor? Schnappt er sich jetzt Reikland?
Gustave. My minions are restless. This had better be important. Jetzt geht's los. Ich wusste, es geht los. Okay. Jetzt kommt der auch angestiefelt und macht alles wieder kaputt da unten. Gut, dann ist die Katze jetzt aus dem Sack, ne? Oh, da ist sie ja schon wieder da. Krass, alles gut. Okay, er versucht jetzt hier was. Mein Gott, wie lange dauern denn diese Züge hier? So, Throck, los geht's. Ne, du bist noch nicht dran, okay. Okay, also ihr habt da oben jetzt definitiv zu tun. Ich glaube nicht, dass ihr euch jetzt um mich kümmern könnt. Und du bleibst hoffentlich da oben und machst keinen Stress mit uns. Ja, ja, ja. Puh. Tabakoland ist kaputt hier, alles klar. Echt? Ich komme bis dahin? Nee, ach so. Schade. Ach, das wird nix. Geh du mal einfach hier hin. Haben wir jetzt Krieg? Ne, haben wir nicht. Das ist der falsche. Deine Grenze geht hier irgendwo lang. Dann gehen wir mal hier hin, so. Heiner, du gehst jetzt mal hier hin. Landet sie im Hinterhalt, wenn sie das angreift, wir werden sehen. Und du? Haben wir hier noch irgendwas, was wir mit dir machen können? Wir können dir noch einen Verfluchten geben. Ja, so zu haben. Zack. Zack. Und dann kannst du auch direkt mal zeigen, was du kannst. Nee, kannst du nicht. Doch, kannst du wohl. Und jetzt enttäusch mich nicht. Gut. Wir plündern und besetzen. Wir holen uns die Scheiße nur zurück, so. Tja. Gut. Gut. Ja, meine Lieben. Das soll es gewesen sein. Ich würde fast behaupten, es sieht gut aus. Wir werden jetzt mal hier runter raschen. Und Carcassonne von der elenden Qual des Lebens befreien. Und spätestens dann, ja, mit denen haben wir jetzt schon Stress, ne? Und da kommt auch schon der erste angewackelt. Der wird uns das jetzt gleich wieder kaputt machen. Warte mal. Verteidige das mal.
Ja, das werden sie gleich kaputt machen. Und dann wird er sich da durchkämpfen wollen. Das heißt, wir machen jetzt hier... Er macht kurz die Feenzauberin platt. Die beiden werden dann hier runter marschieren. Und er wird dann hier rein marschieren. Und die Elfen angreifen. Das wird übel. Aber bisher ist niemand hier. Auch Orion nicht. Das wird lustig. Aber bis dahin. Macht es gut. Den Zug jetzt hier, den Turn, den mache ich gleich offscreen. Dann haben wir den nicht, weil das dauert immer 10 Minuten. Dann haben wir das gleich nicht beim Anfang. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.